Guten Morgen! Moin! Willkommen in unserem lustigen Let's Play! Ja, Krawi befördert die letzten Sanddinger in der Erde. Im Meer. Ja. In der Erde? In der Erde. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh nein! Fehler sind nicht akzeptabel! Ich hole den Sandplot wieder. Ja, man muss ja Spaß mit dem Zeug umgehen. Sand ist keine nachwachsende Ressource. Apropos Sand. Wir werden heute Sand holen. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange du jetzt so zu reden durchhältst. Nö, das war's schon. Ach so. Hatte ich jetzt nicht vor, einen Marathon damit zu starten. Nee? Nö. Marathon. Er sagt, also, wenn ihr euch einen Sachsen-Mago mal wieder wünscht, dann sagt mal Bescheid. Heute nie. Heute nicht. So. Würde ich sagen, mein Inventar ist noch ziemlich voll mit roten Steinen. Meins auch. Das werde ich erstmal ablegen gehen und dann gehen wir mal Sand farmen. Wir haben ja hier eine Truhe in der Nähe. Haben wir hier eine Truhe in der Nähe? Ich glaube, ich habe hier mal irgendwo eine Truhe hingestellt. Wisst ihr, was ja lustig wäre, wenn man hier vielleicht mal an die Seite hier mal vielleicht so eine Wartungsleiter macht, dass man mal hochkommt? Hm? Wie wär's? Nein. Ja, oh, ich hab wär viel zu Leiter easy. Mit. Ich ja, auch eben. Ne. Ich meine nur, kann man ja dann mitnehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Das könnte man eventuell vielleicht auch unter Umständen machen. Darf man aber nicht sehen. Wir könnten die auch im Inneren machen. Kann man auch machen. Das würde aber dann wieder die Drahtlast minimieren. Es gibt keine. Wir hatten das letzte Mal das Thema mit der Mod. Doch, und ich werde keine Mod schreiben. Vergiss es. Ja, die wird aber noch Vergiss es einfach. Die wird aber noch kommen. Musst du sehen, das wird noch kommen. Ich weiß nicht, was heute los ist, keine Ahnung. Ich hab an Mojang, habe ich schon geschrieben. An Mojang! Gut. Warum haben wir jetzt unsere Pferde eigentlich nicht mit? Da wären wir viel schneller. Ich weiß auch nie, eigentlich wäre ein Auto mal ganz cool. Das stimmt. Eine Automod hat man schon mal. Eine Fliegermod hat man mal. Ja, nicht im Let's Play, das war. Noch weit davor. Wie hieß denn dieses Teil? Es war auf jeden Fall mit einem Bucket-Server. Das war nie so einfach mit einem Vanilla-Server. Ich spiele aber ungern mit einem anderen Server. Einfach aus dem Grunde, Vanilla ist gleich greifbar, sobald ein neues Update kommt. Okay, wir sind immer noch auf 1.6.2. Sind wir inzwischen raus? Ja, wir müssten wahrscheinlich beim nächsten Mal auch auf die 1.6.4 mitgehen. Weil unsere Welt dementsprechend konvertiert wird. Ach, wegen dem neuen Biom in der 1.7. Wir müssen nochmal grob überlegen, was wir machen. Ob wir sagen, wir nehmen bloß bestimmte Chunks mit. Oder wir dann echt mal eine Zugverbindung in eine neue Welt anlegen müssen offscreen, weißt du? Weil dann die neuen Biome sind echt ganz schön viel neu und anders. Naja, die. Ich hatte, ich würde ja sagen, hier, wir haben doch hinter der Brücke, das ist ja noch alles ziemlich unerforscht. Ja, klar, man kann es ja danach mal schauen. Und sonst schauen wir mal. Genau. Gut, dann schaffe ich das jetzt mal in unsere große Kiste. Die große Kappe. In die Schatzkiste. In die große Kiste. Hier rein. Zack, 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 zack. Stein, warte mal, was habe ich denn überhaupt? Ich habe Erde. Kein Platz mehr. Chaka, chaka. Meister Propper. Also Meister Propper macht gescheit. Alles richtig fett und breit. Meister Propper. Was hast denn du heute? Ja, nüschte. Was soll ich gemacht haben? Kobbel, Kobbel haben wir noch. Kobbel, Kobbel haben wir noch. Aber nicht mehr allzu viel. Die haben jetzt übrigens... Ich hänge an der Treppe fest. Nein, schon wieder.
Die haben jetzt vor ein paar Tagen. Oh, echt? Oder. Heute? Weiß ich nicht. Heute. Nicht gestern. Haben sie ja einen neuen. Also in. Naja, die haben. Einen neuen will. Ist falsch. Haben sie auf jeden Fall in Marihuana? Marihuana ist nicht gut. Haben sie hochgenommen. Wohin also, denn? Also. Nee, du weißt, wie ich bin. Haben sie hochgehoben, das Blättchen. Unglaubliche News, Graui, unglaublich. Du weißt, wie ich es meine. Ja, die haben es hochgenommen. Ja. Oh, das ist aber schön. So, ich werf dir jetzt hier 8 Schaufeln hin. Ja, Fackeln. Eisenspitzhacken. Hab ich zwei noch in die Küste gelassen. Was brauche ich? 5000 Schaufeln? Na, wenn wir abbauen, wenn wir schon abbauen, dann mal richtig. Stimmt. Weil da hinten kommen wir nie so oft hin. Aber stimmt, Spitzhacken könnte ich nochmal gebrauchen. Da habe ich da keine. Da sind zwei aber noch in der Küste. Ah. Nee, in der. Ja. Die nehmen wir mit und dann nehmen wir nochmal ein bisschen Eisen mit, sicherheitshalber. So. Ja, hast du Holz mit? Ach nee, das kann man ja im Notfall selber herstellen. Stickies habe ich nur einstecken. Wie ist der Weg? Auf in den Kampf, die Schwiegermutter ruft. Nee, wie war das? Nee, die Schwiegermutter kommt. Verdammt. Nochmal. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter kommt. Siegesbewusst schwabbelt ihre... Ihre... Titte. Das hat es jetzt viel besser gemacht. Ich habe mir schon überlegt, aber mir fällt bloß Frust ein, das würde nicht passen. Schwabbelt ihre Kruste, ist auch eklig. Ihre Arme. Toll. Super. Echt super hier unten. Hier waren wir sogar schon. Waren wir schon hier drin? Ja, da sind Fackeln angebracht. Naja, ich komme wieder raus. Ja, mach das. No. ihre Arme. Schwabbelt ihre Arme. Das ist der perfekte Reim. Das ist der perfekte Reim. Das ist der Matthias-Reim. Nein, der ist es nicht. Lass dich einfach von ihm tragen. Ach, der Scheiße. Schaut mal was Neues raus. Ne, jedes Lied klingt doch eh gleich. Also bringt er jedes Mal was Neues. Ja, ich denk mal drüber nach. Nee, da bringt ja nie was Neues. Wenn alles gleich klingt. War jetzt hier? Wo war denn jetzt unser... Ich weiß es nicht, ich durfte hier hinterher. Ach du Scheiße. Ich muss mich selber gerade überlegen, ich dachte hier hinten. Die Richtung sind wir nie gegangen, glaube ich. Doch. Da sind wir. Ein Sumpf. Na, immer noch der Sumpf. Der Sumpf. Der Sumpf. Ein Gedicht von Mago MBR. And Crowy MBR. Ja. Es war einmal der Sumpf des Lebens. Der hatte 7 Kinder. Diese Kinder wurden vergebens. Wohnten vergebens in dem Sumpf des Lebens. Das geht doch nie. Jeder zweite Satz muss sich doch reimen. Also jeder zweite... Es ist ja egal, was du für einen Reim nimmst. Du kannst ja auch verschiedene... Also es gibt ja Kreuzreim, Paarreim. Ja, Kreuzreim war das, was ich meine, oder? No. Und ich meine, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Da, hinter dir. Ich bin im Wasser. Hier, ja, du guckst in die richtige Richtung. Nee, jetzt nimmer. Na, da. Ach, da. Und die modernen Gedichte reimen sich ja eh nicht mehr. Ja, yeah, ist aber langweilig. Ja, das ist aber modern. Mhm. So, es war einmal der Sumpf des Lebens.
Warte mal, ich war mal in den Sumpf des Lebens. Ich bin übelst kreativ, merke ich gerade. Ja, merk auch schon. Der Sumpf des Lebens. Den suchten viele vergebens. Ah, jetzt habe ich ja wieder Paar reingenommen. Ich soll ja, wir sollen ja Kreuz reinnehmen oder wollen wir jetzt Paar reinnehmen? Oder wollen wir ab und zu mal wechseln? Können wir auch machen. Scheint ja modern zu sein. Ja, also wie es gerade passt. Den suchten viele lang vergebens. Doch eines Tages fand geschwind eine Mutter ihr Kind. Das Kind war weit entfernt von zu Haus. Die Wüste ist da hinten. Komm, geradeaus. So sprach das Kind. Mit Mühe und Not in seinem Augen. Die Mutter war tot. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, hier ist unser Dorf, oder? Ich überlege gerade, ob das überhaupt die richtige Wüste ist. Nee, wir sind jetzt in einer anderen Wüste. Auf jeden Fall ist das hier ein Dorf, wo wir war, nicht waren. Sicher, dass wir noch nie waren? Doch, hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Nee. Ja, wenn nie, wird hier abgebaut. Mir doch egal. Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das keine Bewohner. Stimmt, die fehlen. Vielleicht haben wir die, aber auf jeden Fall sind die Felder abgemurkst. Ich dachte schon, dass wir hier waren. Nee, da waren wir hier. Da haben wir die getötet? Vielleicht. Die haben mich vielleicht genervt. Das könnte sein. Aber hier ist mal gut, wenn wir mal Sandstein abbauen wollen. Ja. Diesen gemeißelten. Ja, das wäre. Da muss ich echt mal ein paar Folgen früher gucken, wo wir da hingelaufen sind. Das nächste Mal. Wir waren ja ewig immer dort. Ach, hier ist ja ein Brunnen. Ah, ich würde jetzt schon reinspringen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach hier das Dorf und das Dorf muss irgendwann weichen. Ja. Das ist ja eine so. Komödie, wollte ich jetzt sagen. Ja. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Das Kind? Komm eine Wüste, hast du es jetzt sicher irgendwie. Komm eine Wüste geradeaus. Sieht doch nicht mal so grässlich aus. Das Kind, was nun zu Hause saß, was nun zu Hause saß? Ja, ja. War von oben bis unten komplett nass. Nass. Ja, kannst du auch mal anfangen. Wenn du da unkreativ bist, dann muss ich mir halt Reime ausdenken. War von unten komplett nass. Oben, nee, von unten bis oben komplett nass. Voller Gras. Voller Gras? Was ist denn, ja, so sprach die Mutter, Mensch, mein Sohn. Wie konntest du nur... Oh Gott, warte. Gerade hatte ich irgendwas, aber... Wie war jetzt dein Wort? So sprach die Mutter, Mensch, mein Sohn. Was soll ich du mit dir machen ohne meinen Lohn? Was? Das Kind. Warte mal, nee, ich überlege gerade. Das wäre jetzt so einfach, was ich sagen wollte. Von weit her ist zu hören,